nochmal eine kurze Bonusfolge Mystery Dungeon. Oder ich schaff's, das zusammen zu cutten mit der letzten Folge. Wenn ja, hey, geht weiter. Wenn nein, ich bin im Abschlusstraining, dass ich durch einen etwas großen Zufall gefunden habe, das mich seelisch getriggert hat. Und hey, halt die Fresse, ich schlag dich zusammen. Und ich benötige eine Trefferquote von mehr als 2%. Naja, und AP wären auch noch ganz gut. Ich habe noch ein Top-Elixier einstecken, aber erstmal nicht. Dieses Abschlusstraining ist echt dabei, mich zu verwirren. Ich habe im Moment das Gefühl, das ist ein 99er-Dungeon. Der Magen knurrt, dein Hörer knurrt. Hier frisst dein Magen knurrt. Trepe bitte. Danke. Ja, also, ich weiß nicht, was ich hier jetzt groß sagen soll. Es ist halt. Es verwirrt mich allgemein alles ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Dungeon ist, warum er existiert, wie man ihn überhaupt freischaltet. Also, ja. Kurz und kompakt, dieser Dungeon verwirrt mich und ich spiele ihn trotzdem ganz durch. Und es geht auch mal wieder verdammt schnell voran. In irgendwie 20 Minuten bin ich hier auf dem. Ah, nochmal ein anderes Design. Damage. Und da hinten das Vieh auch. Okay, jetzt kann ich mir echt mal was gönnen. Ihr seht, was für TMs ich und eine VM. Glaube ich auch. Das einzige Schwierige ist halt, dass man nicht immer die Items hat, die man braucht. Zum Beispiel Belebersamen oder Simiobeeren. Mach Hollowbell an die Fresse. 31. Alter, das hier wird, wenn das echt ein 91er Dungeon ist, wird das noch mehr als ein Part auf jeden Fall fressen. Aber hier muss es doch auch irgendeine Belohnung für geben. Töte es. Danke. Ah, noch einen Apfel kann man nochmal brauchen. Und eine höhere Trefferrate auch. Sehr schön, Selbstmord. Komm. Alter, das gibt Kohle, wenn ich das alles verkaufe. Und ja, das ist das Erste, an das ich denke, wenn ich in einem unbekannten Dungeon bin, von dem Knogger gesagt hat, dass man da nie wieder draus zurückkehrt wahrscheinlich. Und ich hier schon auf der 30. Ebene bin und das Gefühl habe, ich muss zu 99 rennen. Da ist mein erster Gedanke natürlich, hey, das Zeug, das ich hier finde, das kann ich verkaufen. Und dann habe ich Geld.
weil ich brauch das. Ich hab nur 95.000. Oh nein. Ja, also ich diesen Dungeon knack ich auf jeden Fall hier. Die 100k schaffen wir auch, so viele Likes auf dieses Video und Abonnenten nach diesem Video. Nein, das tun wir garantiert nicht. Aber hey, man darf ja noch hoffen. Sicher wird genau dieses Video von den ungefähr 700 auf meinem Kanal plötzlich meine Abonnentenzahl mehr als vertausendfachen, die ich mir in 2 Jahren erarbeite. Man merkt, ich bin selber sehr überzeugt. Gott knillt. Das ist das erste Mal, dass ich dich hier sehe. Die Geist ist schon wieder leer. Ja, kann ich jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter? Danke. Hä? Ich hab nach oben gedrückt, wo auch Wasser war. Der Magen knurrt schon wieder. Kurz mal alleine lang, denn es war klar, dass sie die Treppe ist. Aber das ist ein 99er, das sage ich hier jetzt predikt. Alter, der hat mich angezündet, nur weil ich ihn gegessen habe. Dafür kann ich dich anzeigen. Ach lol, habe ich mich gerade ernsthaft, indem ich ins Wasser getreten bin, vom Brand befreit. Oh, Bleibsame. Ja, ja. Und sowas ist mir gefühlt die ganzen letzten oder diesen Part durchpassiert. Mal im Ernst, wenigstens geht's schnell. Dieser Dungeon sieht auch nicht so aus, als wäre er wirklich schwer, sondern einfach nur nervig. Der Magen ist leer. Lecker Schmecker. Was war das? Junge, das war das erste Mal, dass ich wirklich nicht viele Leben hatte heute. Hallo, La Ecke. Ich denke, der hat auch langsam keine EP mehr. Aber dann muss ich abwägen, ob es sich überhaupt lohnt, Top-Elixier für ihn zu verschwenden. Und das sollte so arschig klingen. Nein. Ihr seid so traurig, man sieht nicht ansatzweise meine ganze Lebensleiste, weil Günther so ein Tank ist. Jetzt sieht man nichts mehr und es fehlen eigentlich noch 120 Leben. Was gucken, was ich schon oft gesehen habe. Oh, erstens kann ich den Rahmen verändern. Ja, aber der ist halt wohl schon mal gefunden. Nur ziehen machen. Oder als Statistik. Ja, sehr gut, das wollte ich da mal haben. Man sieht es zwar nur halb, aber hey. Es lohnt sich auch auf jeden Fall jetzt noch. Denn das Projekt geht ja auch noch ewig. Blaugummi. Den behalte ich auf jeden Fall. Die Gummis behalte ich allgemein und misch sie.
wenn ich hier raus bin. Übrigens ist langsam mal wieder Zeit für ein Safe. Der letzte war auf 24 und es kann immer was passieren. Und ich würde sagen, das ist auch die letzte Ebene für heute. Obwohl, ich gehe noch bis zu 40. Ein Top-Elixier ist immer gut. Da ist er weg. Alter, immer diese AP, wie schnell sind die leer? Okay, wenn ich nie treffe, ist es kein Wunder. Bei solchen Pokémon hier muss ich dann berechnen, dass es mehr lohnt, Lord Ekkes machen zu lassen. So, dann letzte Ebene für heute. Aber die Musik macht ganz gut Laune. Hey, du da. Geh weg! Alter, wenn Abgesang getroffen hätte, wäre das das Ende gewesen. Von einer auf die andere Sekunde wäre ich plötzlich raus hier. Da unten ist die Treppe. Ja, im nächsten Part geht's weit. Im nächsten Tag brainfucke ich weiter. Hilfe, bitte nicht schlagen, ich bin psychisch instabil. Tschüss. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Immer noch in diesem komplett merkwürdigen Abschlusstraining, von dem ich keine Ahnung habe, was hier los ist und warum ständig die Ebenenthemen wechseln. Und ich verstehe einfach... Oh. Ich glaube, ich sollte langsam mich mal dazu durchringen, Lord Ekke einen Top-Elixier zu geben. Wenn ich mit... Oh, scheiße, was? Ich habe nur eins. Günther hat ja auch so ziemlich keine AP mehr. Und ich weiß nicht, wie lang dieser Dungeon ist. Ja, seht ihr? Sehr viele AP. Immerhin hat Lord Ekke jetzt wieder volle. Boah, das hat sich gelohnt, deine Energie da zu speichern. Aber eine Sache habe ich mal nachgeguckt, wegen der Stärke der Pokémon. Und zwar, die ist die ganze Zeit gleich auf 45. Nur auf der letzten Ebene aus irgendeinem Grund. Auch wenn ich nicht weiß, welche das ist. Ich vermute immer noch 99. Auf der letzten Ebene sind die Pokémon auf 50. Ich verstehe das zwar nicht, warum man das so gemacht hat. Aber hey, 2 TMs nochmal, das bringt Kohle. 42. Solche Ebenen, die sind echt anspruchsvoll. Gehen ja aus dem, dass die noch lebt. Genau so, da, so soll das sein. Ja. Oh Gott, Hunger jetzt auch noch. Habe ich überhaupt noch ein A2? Gut. Die Gummis will ich mir aufheben. Sobald ich im nächsten Part oder so hier durch bin, werde ich die alle mixen. Oh, Level Up. Sehr schön. Und ich weiß nicht, was man hier für eine Belohnung bekommt. Ich bin mir fast sicher, dass es eine gibt, weil dieser Dungeon ist schon... Für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, das ist das Abschlusstraining. Als ich Anfang der letzten Folge off-cam sogar ein paar Sinelbeeren im Dojo farmen wollte, war da auf einmal eine Zwischensequenz mit einem Erdbeben? Dann war im Knogger-Dojo ein Loch offen
dahinter eine Höhle, von der Knoggers Opa erzählt hat, dass niemand, der da reingeht, da lebend wieder rauskommt. Und dann war hinter dieser Tür irgendein Portal, ein richtig merkwürdiges. Und dann war ich hier im Abschlusstraining, in das man natürlich keine Items mitnehmen darf. Und eier hier schon seit einem halben Jahr rum. Ja, das ist die ganze Story. Und ich denke, ich werde bis 99 rennen müssen. Denn es gibt manche Dungeons, in denen man das muss. Und es gibt auch Dungeons, in denen finde ich die Treppe schneller. Okay, insgesamt bin ich verdammt schnell in dem Dungeon. Ich meine, ich bin nach, keine Ahnung, 35 oder so Minuten Aufnahme hier auf Ebene 47. Da kann ich mich auf keinen Fall beschweren. Nochmal saven. 48, das heißt, ich müsste jetzt etwa bei der Hälfte sein. Also, wenn meine Theorie stimmt natürlich. Es ist nicht zu 100% ausgeschlossen, dass es das falsch ist, aber ich halte es schon für mehr als wahrscheinlich, dass hier die 99 voll gemacht werden. Dieses Spiel will mich lächerlich machen. Ach, da seid ihr ja wieder. Endlich, oh endlich. Ich habe diesen schrecklichen Ort bezwungen. Party! Es ist unfassbar, es ist unfassbar! Es geht mir wirklich nahe. Ihr habt es geschafft, jemandem mir neue Inspiration zu schenken. Vielen Dank. Zum Dank gebe ich euch das. Nehmt es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist der Schatz meines Opas. Behandelt ihn mit Sorgfalt. Ein Braunband? Das habe ich seit Anfang des Spiels! Ich glaube, das Band, das man da am Anfang bekommen hat, ist random. Und wenn das echt so ist, hatte ich da anscheinend so ein Glück. Und irgendwie, dass das hier überhaupt aufgegangen ist, war, glaube ich, ein Bug oder so. Nach dem, was ich da gelesen hatte, ich habe mich halt ein bisschen schlau gemacht. Aber ich habe darauf geachtet, eigentlich die Ebenenzahl nicht zu wissen. Du hast immer Mann gespielt. Ja. Warum spielt hier jetzt die Gildenmusik? Wenn er hören will, dass sein Erkundungsteam diesen schrecklichen Ort gezwungen hat. Ich habe vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Also seit ich eben das Braunbad von Anfang an hatte und... Ah ja, stimmt. Man soll eigentlich angeblich jedes Training abschließen müssen, bevor man dorthin kann. Habe ich nicht gemacht, aber ist mir egal. Opa wäre außer sich vor Freude, so viel ist sicher. Hier, damit ihr es mal seht. 2 habe ich gemacht. Aber hey, jetzt gibt's Kohle! Woo! Und dann werde ich gleich die Gummis vermixen gehen und euch reinschneiden, wenn irgendwas Tolles passiert. Oh, Boxen habe ich auch einige. Fliegen ist genauso wert wie alles an, viel wert wie alles andere, wirklich. 3000, was? Das ist ja richtig wenig. Warte, so viele Linkboxen brauche ich jetzt auch nicht. Ich benutze... Warum ist das so wenig wert, was? Warum ist das ja alles so wenig wert? Hier im Laden war ich heute nochmal schon. Oh, ein Blaugummi. Ja, dann mache ich hier noch kurz ein Opening, wenn ich schon so viele Boxen habe. Aber dann hole ich mir ja auch noch, wenn ich noch welche habe. Ja, sehr viele. Diese Box enthält irgendwas. Oha. Alter, das ist krass. Das ist krass, Digga. Digga, chill mal! Ja, du öffnest hier jetzt die Boxen. Und hey. In der Box ist Pluselscheiß. Und hey. Heilsam. Geil!
Alter, ist das nice! Oh! Das ist echt nice, ein Vulnona-Item. Ne, Lord-Ecke? Schon geil, ne? Ein Gummi kann ich mixen. Tornuptu ist fast Impagator, aber fast ist leider nicht ganz. Dieser Knoss. Noch zwei Boxen, warum geht das immer so schnell? Ein Pummellied. Ich glaube, das ist der fettes Kind-Song, den ich auf YouTube schon mal gehört habe. LOL! Okay, der war so scheiße. Aber hey. Das übergewichtige Lied. Ja, das Vulnona-Gedöns. Seltenheit 1 erhöht Verteidigung wenig. Digga, warum nur ein wenig? Ich will ein viel. Ja, ihr habt mich schon gehört. Ein viel Verteidigung wäre besser. Hm. So, hier ein bisschen Kohle, 96.000, fast 97. Raw to 100k. Oh, die Raumspalte, willst du mich verarschen? Nein! Ich brauch zwar noch Punkte, aber... Sehe ich so doof aus, dass ich nur bei... Ich sollte mich beruhigen und auf einem Blaugummi rumchillen. Die Blaugummis mache ich im Video danach. Cut. Yay, yay. Er hat ein tolles Gefühl. IQ steigt merklich, Schnellheiler, Verteidigungsboost, IQ-Boost. War ein guter Drink, aber kein Dungeon! IQ Lavameider, oha. Lavameider hat einen Vorteil, das ist Wasserverteidiger. Ah ja, erhöht Verteidigung und Senke. Schnellheiler. Die natürliche Regeneration ist beschleunigt. Und Lava-Meider. Pokémon meidet Lava. Soweit ich weiß, heißt das, dass ich über Lava laufen kann dadurch. Und jetzt Cut. Leute, geile Neuigkeiten. Irgendwas gibt's bei Isso. Ich hab natürlich kein Dungeon oder so. Ich mein, yay, Felsi hat eine neue IQ-Faker, aber die Fresse. Also vielleicht, ja, neue Entdeckung, Projekt PU, Party, yay. Ein großer Schatz und neue Wiederverrechnung. Gut. Bekomme ich jetzt vielleicht mal was Besseres? Ich hab wieder so einen vergötterten Drink auf einem Gelbgummi auf mein Steckdose. Der herausragende Wunderdrink, boah, der ist so genial, das ist nicht von dieser Welt. Spezialverteidigung steigt um 5. Fick dich! Warum gibt's kein Dungeon dafür? So, ich habe mir jetzt nochmal ein Prisma-Ticket geholt und dafür 10 Bänder, die ich nicht nutze, rausgeschmissen, weil mich interessiert, was das ist. Ich brauche die Bänder eh nicht, kein gut sein, dass es sich nicht gelohnt hat, aber hey. Rot, blau oder gelb, gerade immer Steckdose so einen Wunderdrink bekommen, ich vertraue seine Farbe. Ist... Trostpreis.
Das lohnt sich, Leute! 10 Bänder für einen Gusto-Samen. Ich hau jetzt hier noch schnell meinen Doppelpunkt P weg. Und eigentlich ist dann... Die Folge ist schon relativ lang in der Rohaufnahme, deswegen ist das Letzte, was ich noch machen kann. Für den nächsten Part schon mal die Items vorzubereiten. Wer keinen Bock mehr hat zuzugucken, verstehe ich voll und ganz. Für euch schon mal ciao, lasst ein Abo und oder Like, bitte danke da. Und der Rest, hey, viel Spaß dabei mit zuzugucken, wie ich irgendwas mache. Jetzt habe ich 2 braunen Bänder. Junge, jetzt kommt die Gangster-Gang. Was zur Hölle laber ich? Oh. So, das wäre vielleicht erstmal ganz gut. Kann ich mal weniger Belebersamen haben? Also, nein. Der Samen, den ich gerade bekommen habe, war nicht mein Grimm-Samen von der Wirkung her, wie ich im Kopf hatte. Nee. Den ich bekommen habe, ist viel geiler. Der sorgt dafür, dass man Hunger kriegt. Ich hatte gerade irgendwie Aggression. Ich weiß nicht, warum ich gerade. Oh Gott, wie viele Boxen. Hä? Habe ich einen Schlüssel verloren? Jetzt hier müssen wir mal ein bisschen was einstecken. Wasserherz ist viel wichtiger als hier. Ja, genau. Ja, dann war's das mit dieser Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungstunnel. Ja, ich gehe nochmal kurz an den Strand, weil ich's kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann pushe ich mal wieder ein bisschen was. Gehst du auch irgendwann nochmal hier weg? Hallo, die Story hast du schon irgendwann mal erzählt. Und ich glaube, der geht da auch nie wieder weg. Yay. Ciao.